Mein Name ist Sarah Dawson. Ich bin 27 Jahre alt, spiele beim VfL Wolfsburg. Mein Bolzplatz früher war auch wirklich ein Bolzplatz. Die Person, die den Ball hatte, war der König oder die Königin. Mein Name ist Felicitas Rauch. Ich bin 23 Jahre alt. Mein Bolzplatz früher war ein Bolzplatz neben dem Käfig. Habe mich da mit meinen Jungs getroffen. Sarah Dawson kenne ich von der Nationalmannschaft und jetzt kicken wir zusammen beim VfL Wolfsburg. Warst du das einzige Mädchen bei dir? Oder? Ich war das einzige Mädchen. Haben die dich sofort respektiert oder musstest du dir das alles erarbeiten? Dachten die erstmal so, Mädchen, giftig? Oder? Ja, draußen, wenn wir draußen auf der Straße gekickt haben, dann war es natürlich anfangs erstmal so, man muss schon mal ein bisschen was zeigen. Mhm. Ich habe mir als kleines Mädchen schon nie was gefallen lassen. Hallo. War da schon sehr früh sehr ehrgeizig und habe das irgendwie als Ansporn genommen, es den Jungs zu zeigen. Und da wusste man dann schon auf der Straße, dass ich dazugehöre. In meine erste Mannschaft, Jungsmannschaft, kam ich dann mit 8. Ich war immer schneller als alle Jungs. Auch das war richtig. Das war schon immer mein Riesenvorteil. Gab es da nie so Rivalität? Die hatten ja immer eine große Klappe. Also in einem bestimmten Alter ist es ja dann so, ja, Mädchen, ich bin schneller und ich bin besser. Und dann haben wir immer gesagt, nee, komm, wir machen ein Wettrennen. Und dann habe ich immer gewonnen. Ich habe immer auf dem Flügel gespielt, wusste, dass ich da flink sein muss, schnell sein muss. Und habe dann auch einfach mal einen umgehauen. Mal ein Zeichen gesetzt. Und die Jungs aus meinem Team haben mich natürlich gefeiert. Ne, es war schon geil. Cool. Es war, aber wie war es bei dir? Ja, ich hatte das Glück, dass ich einen großen Bruder habe. Der Beschützer. Ja, der ist 4 Jahre älter als ich und hat mich dann auch mit zum Bolzplatz genommen und durfte da schon mit seinen Jungs damals ein bisschen kicken. Und das hat sich so ein bisschen fortgezogen. Es war dann mehr so, dass sogar die Mädchen sich dachten, oh Gott, die hängt ja nur mit den Jungs rum oder keine Ahnung. Ich hatte drei Mädchenfreunde. Du bist wie ein Junge. Ich habe nur so am Rande mitbekommen, dass du der Presse einfach auch erstmal erklären musstest, wie dein Nachname überhaupt richtig ausgesprochen wird. Woher nimmst du dann das Selbstvertrauen, einfach zu sagen, Leute, ich heiße so und so und nicht so und so? Ja, erstmal hat das für mich immer was mit Respekt zu tun. Zu wissen, wie jemand heißt. Wenn man weiß, dass ich Dawson ausgesprochen werde, finde ich es relativ einfach und bestehe auch darauf, dass man Dawson sagt. Das ist für mich einfach mein Name. So werde ich ausgesprochen, so wie jeder andere auch ausgesprochen wird. Und das ist für mich dann irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich fragen soll. Wie sagt man das bei dir denn? Wo kommst du her? Oder? Du siehst ja ein bisschen anders aus. Du siehst ja ein bisschen ausländisch aus. Du siehst jetzt nicht so deutsch aus. Wo kommst du denn her? Ich bin in Köln geboren. Das sage ich auch immer. Aber ich muss halt schon immer fragen, meinst du, wo ich gebürtig herkomme? Oder wo meine Eltern herkommen? Und dann kommt immer beides. Beides? Und dann ist die Antwort, dass mein Papa aus dem Iran kommt, meine Mutter aus der Türkei, ich komme aus Deutschland. Zum Beispiel werde ich oft gefragt, wenn wir die Hymne singen aus der Nationalmannschaft. Du singst sie mit, ne? Ich singe sie mit. Ich singe sie voller Stolz mit. Die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich bin stolz, Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Ich bin aber auch stolz darauf, Eltern mit Migrationshintergrund zu haben. Im Sommer war eine Frauenfußball-WM und ich war davor halt immer bei der Nationalmannschaft dabei und durfte da nicht mit zur WM. Das kratzt natürlich schon am Selbstbewusstsein auch. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder auch an sich selber glaubt, an Momente, die einen wieder hochziehen, wo man denkt, guck mal, du hast schon mal was bewiesen, du kannst stolz auf dich sein. Ich denke mal, es ist auch wichtig, auch Leute in seinem Umfeld zu haben, die einem Vertrauen und Geborgenheit schenken und dann auch wieder, wo man Stärke rausziehen kann. Und ich hatte am Anfang gerade auch nicht so ein großes Selbstbewusstsein, was ich mir aber über die Jahre erarbeitet habe. Weil letztendlich lebe ich ja mein Leben und ich möchte ja das machen, was mich glücklich macht und hinter dem stehen, was ich tue. Ich weiß, dass nicht immer alles richtig ist, was ich mache. Ich weiß aber auch, dass vieles richtig ist, was ich mache und
Am Ende sind es immer meine Entscheidungen. Und wenn es sich für mich richtig anfühlt, dann kann es im ersten Moment nicht falsch sein. Und wenn es im Nachhinein dann doch ein Fehler ist, dann kann ich immer noch sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Ich mache Fehler, aber ich stehe auch zu meinen Fehlern und ich verstecke mich nicht. Findest du auch jemanden authentisch, der vielleicht weniger selbstbewusst ist und der, dem das vielleicht dann schwieriger fällt, dir einfach so die Meinung zu sagen vielleicht? Liegt ja auch oft am Umfeld. So manche Leute sind mit manchen Leuten total selbstbewusst und dann kommen sie in eine andere Gruppe oder in ein anderes Umfeld und müssen sich das wieder neu erstmal erarbeiten. Also. Also es ist mir wichtig, dass ich auch jemandem sagen kann, das hast du gut gemacht. Mhm. Und ich glaube, das gibt es viel zu selten. Ja.